Hallo meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer weiteren Reaction. Es geht zwar um Jeremy Fragrance auch in diesem Video mal wieder, aber er ist nicht alleine da, denn er ist mit dem YouTuber Max, ich glaube mit XX geschrieben. Jedenfalls wurde er immer überall so angesehen. Mit Maxi zusammen und sie machen zusammen Frühstück, wie es aussieht. Und mir wurde das Video von einem Zuschauer empfohlen. Deswegen Claps an diesen Zuschauer, der gesagt hat, yo, schau da mal rein. Weil man hier anscheinend sehr viel mehr Persönliches von Jeremy erfährt. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Frühstück mit Jeremy Fragrance. Es eskaliert komplett. Das ist schon mal vielversprechend. Aber wenn es dann nicht richtig eskaliert, dann bin ich aber auch sauer, ne? Darauf kannst du dich einstellen. Dann kriegst du mal einen Hasskommentar. Und ein Dislike. Ich warne dich. Gut, schauen wir mal rein, was denn heute hier in diesem Video so ansteht. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ein Frühstück mit Jeremy Fragrance. Er ist hier neben mir. Oh, das war ein bisschen... Tempest Power heute, ne? Ich glaube, vielleicht kriegen wir noch ein besseres im Laufe des Tages. Wir haben ganz viele Zutaten und Jeremy wird gleich entscheiden, was zubereitet wird. Es gab nur noch einen kleinen Zwischenfall gerade eben. Seht ihr jetzt selbst. Mhm. Wir gehen jetzt sprinten. Du bist anders durchtrainiert. Geil, okay. Wir wollten eigentlich gerade anfangen zu drehen, aber Jeremy macht Morning Sprints immer und die müssen sein, deshalb mache ich jetzt mit. Okay, er sprintet einfach durch die Stadt. Yeah, ey, so will. Ich meine, man kann sagen, was man will, Jeremy zum fucking Fragrance ist körperlich schon sehr attraktiv. Not gonna lie. Hey. Ey, okay, oh, vielleicht geht's schon wieder zurück. Jetzt kann man das Essen auch anders genießen. Ja, ich no joke, jetzt isst man auch anders. War das der Kameramann mitgesprintet? Warum denn halbnackt? Wahrscheinlich, weil er das, also weil er es gerne macht, da atmet die Haut besser. Jetzt isst man ein Kilo Parmesan. Jeremy macht weiter seine Routine. Power. Weiter geht's, nochmal springen hier. Also 9 Stück. Ja, schön Burpees. Du machst das schon. Geil. Aber okay. Eigentlich sieht der Max auch gar nicht so unfit aus. Okay. Oh, das kriege ich nicht mal hin. Guck mal, wie wenig weit ich runterkomme. Okay. Das ist halt interessant. Solche Videos, die würde ich mir auch von Jeremy alleine wünschen, wo er einfach so ein bisschen sagt, was macht er am Tag? Und dann nimmt er einen Kameramann mit und er macht sein Training. Das wäre Content, Jeremy. Das wäre der Content, den die Leute wirklich sehen und feiern würden. Denk drüber nach. Denk wirklich drüber nach. Es wäre ein nicer Step. Oh, that ass though. Woohoo! Ja, man merkt, man wird wach auf jeden Fall. Power! Jetzt machen wir ein bisschen Fußballer-Style. Einfach nachmachen. Okay. Aber er gibt auch gar nichts so drauf, ne? Er sprintet einfach durch die Stadt, schreit rum wie eine besenkte Sau, Oberkörper frei, belästigt hier andere Menschen vielleicht mit seinem Geschrei auch so ein bisschen. Feier ich. Also nicht das Belästigen, aber das ist einfach so, er ist sich selbst halt treu. Das ist wirklich, das ist die eine Sache, die ich wirklich inspirierend finde an Jeremy Fragrance. Er bleibt sich treu. Er will die beste Version seiner selbst werden. Und er gibt dabei, ehrlich gesagt, einen F drauf, was andere von ihm denken. Das ist schon not bad. Also so mentale Einstellung, not bad, not bad. Eric, du kriegst Gehaltserhöhung. Ey, du killst mich. Also, Bro, ja, meine Ernährung. Aber warum schreit er dabei so rum? Das wäre die Frage. Gibt's irgendeinen Grund, warum man dabei rumschreit? Ich kenne das nur, dass du mehr Kraft hast, wenn du schreist, aber warum macht er, also beim Laufen? Der Plan ist derzeit wie folgt. Ich... Vielleicht haben wir Koks. Der Koks ganz fix. So, ich frühstücke relativ spät, vorher ballere ich mich mit Matcha zu und... Das ist nämlich das Ding, er frühstückt relativ spät und im letzten Video haben wir gesehen, dass er, natürlich 80% seiner Arbeit vorm Frühstück machen will. Deswegen, wenn man spät frühstückt, dann ist das eventuell sogar möglich. Mit grünem Tee und so. Die erste Mahlzeit ist meistens Eier und Fisch. Und dazu baller ich Basilikum, Petersilie und Dings. Aber keine Carbs. Hier, 0,000% Carbs. Eier und Fisch zum Frühstück. Sonst nichts. Nix. Du bist ja jemand, der...
Letztes Mal hat er aber so einen Pumpernickel, glaube ich, gegessen. Das sind ja schon Kohlenhydrate. Sehr wissenschaftlich alternativen Approach zu Ernährung hat. Genießt du Essen? Ich genieße alle Mahlzeiten außer der ersten. Also quasi du genießt die Benefits vom Essen sozusagen. Du genießt nicht das Essen selbst, so, weil dein Gehirn reagiert ja schon mehr auf so fetthaltig, zuckerhaltig und oder? Natürlich. Ja, also so weit müssten wir uns schon unter Kontrolle haben. Wobei es gar nicht so einfach ist, weil das ja eine sehr ekstatische Sache sein kann. Vor allem mit dem hochgezüchteten, auch süßen Lebensmittel, die wir mittlerweile haben. Aber ich liebe Eier und Fisch. Dann haben wir einen Magerquark mit Proteinpulver. Geil. Dann haben wir eine riesen Schüssel Gemüse mit Organen von Hühnern und so ein Zeug. Und okay, also das ist ja viel Ernährung von ihm. Da kriegen wir noch ein bisschen was mit. Ist auch ganz nice. Und man merkt, finde ich, so an der Ernährung, die er hat, es ist schon alles sehr auf Workout getrimmt, meiner Ansicht nach. Ne? Magerquark kennt man, das ist so ein typisches Post-Workout-Meal. Fisch für die Omega-3-Fettsäuren. Chili oder Capsin? Das ist Capsin, was da drin ist. Ist, glaube ich, auch sehr gesund. Frische Kräuter, kann man auch nichts falsch machen. Ätherische Öle drin und sowas. Also im Grunde genommen klingt das alles erstmal sehr gesund und sehr darauf bedacht, dass man halt in Shape bleibt. Und das sieht man. Und dann abends habe ich so mein Oldschool-Abendessen. Okay, guck mal. Oldschool-Abendessen, dann esse ich eine Pizza mit Burger und Pommes drauf. Ich dippe das Ganze in Barbecue-Soße. Lass uns schauen. Du hast gesagt, Habaneros müssen, ne? Top. Schön scharf. 3 Stück, ja. Warum? Weil da Capsaizin drin ist. Ah, Capsaicin heißt es. Dass die Verdauung anregt, deinen Hunger stillt und richtig Vitamin C hat. Und den Arsch wegbrennt. Das brennt den Arsch weg. Also da gehst du, also da, das ist vielleicht auch positiv, wenn es dir den Arsch wegbrennt, weil ich kenne das von mir, ich nehme mein Handy mit auf die Toilette und dann kann so eine Session schon mal 2 bis 3 Stunden dauern. Wenn der Arsch dabei brennt, dann geht das ganz fix, weil ich will schnell vorüber haben. Also wenn du die Dinger gleich schälst, dann siehst du... Es war ein Spaß, ich bin nicht 2, 3 Stunden auf der Toilette. Das sind mindestens 4. So, und du dir dann irgendwie ins Gesicht fasst, bist du, brennt dir da. Guck mal, ansonsten, was sagst du zu den kleinen Bösewichten hier? No chance. Keine Nüsse. Warum? Zu viel. Ich hab das in einem Bissen weg und ich wieg irgendwie 2 Kilo mehr. Dann tun wir die direkt zur Seite, ja? Ist einfach uninteressant. Okay. Ich mochte Nüsse, ja, mochte ich gerne, aber ich ist jetzt nicht so ein... Aber es gibt viele Nüsse, wo echt gute Sachen drin sind. Zum Beispiel so eine Pekannuss. Sind das Pekannüsse? Diese großen, die auch in Studentenfutter drin sind, diese großen... Meistens noch so ein bisschen braune Hülle rum haben. Sind das Pekannüsse? Chat, sind das Pekannüsse? Die sind zum Beispiel ganz gut, einer am Tag. Paranuss? 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 Paranüsse? Paranuss. Okay, Paranuss. Da habe ich gehört, die sollen echt gut sein, wenn man eine am Tag isst. Deswegen, das habe ich früher ab und zu mal gemacht. Must have. Dann, guck mal, da habe ich mich gefragt, ist das was für Jeremy Fragrance? Weißt du was? Das finde ich geil, weil das würde ich gerne, kenne ich alles, Sardinen kenne ich alles, aber Kaviar hatte ich noch nie zum Frühstück. Ja, komm. Das fände ich geil. Let's go. Super Quelle von Omega-3. Ich weiß natürlich, wie gesund die Dinger sind, aber so gegessen habe ich die noch nie jetzt. Ich hatte mir gedacht, Omelette aus Wachteleiern und dann können wir vielleicht den Kaviar drüber machen. Was hältst du davon? Das klingt super dekadent. Können wir machen oder wir essen die Wachteleier roh. Habe ich auch früher gemacht. Also hopp. Aber jetzt nicht mit der Schale, logischerweise. Doch, mit Schale. Oh shit, okay. Warum mit Schale? Also ich habe mir vorgenommen, ich esse alles, was du isst, aber so ein rohes Wachtelei würde ich dir den Vortritt lassen tatsächlich. Macht Putin auch. Schokocroissant? Na gut, wenn es Putin macht, der kann auch Bären reiten, dann würde ich es auch machen. No chance. Franzbrötchen? Aber was mir gar nicht so bewusst war, man kann ja super easy Wachteleier kaufen, ne? Das wusste ich gar nicht. Wie lebt er? Calcium. Ja, gut, da ist Calcium drin, aber ich weiß nicht, ob das Calcium ist, was wir dann aufnehmen wirklich in dieser Form. Ob wir das so aufnehmen können. Maybe, maybe not. Nix. Weißes Brötchen? Nee. Achtung jetzt, ich habe gut aufgepasst. Dinkel-Vollkorn-Sauerteigbrot. Geil. Aber erst abends. Mhm. Erst abends, okay, dann lassen wir das jetzt außen vor. Okay. Ja. Speck ins Omelette? Nee. Okay. Nee. Guck mal, darf ich dir meine Wunschrezeptur zeigen? Let's go. Stell einfach alles rüber, was du brauchst. Geil, viel Vitamin C und auch stinkst du nicht so sehr. Das desinfiziert auch deinen Mund, wenn du Gewürzmischung mit Knoblauch und so. Hier ist ganz viel Inulin drin, so für deine Ballaststoffe, für deinen Bauch. Richtig geil. Sind das Artischocken? Sind das Artischockenherzen oder was ist das? Da haben sie, glaube ich, da nicht drüber gesprochen, was es sein soll. Die nehmen wir jetzt auch anstelle der Zwiebeln, weil die haben das ähnliche Ding. Müssen wir jetzt nicht zum Frühstück haben, habe ich eher so nachmittags Okay. Was sind das, Frühlingszwiebeln? Nee, was?
Nee, das ist ja nicht das Weiße von Frühlingszwiebeln. Was ist das? Vielleicht sprechen sie gleich nochmal. Okay, Pfanne. Okay. Ansonsten, boah, geil. Zum Beispiel nicht. Eigentlich nicht, nee, weil die haben auch Zucker. Mhm. Die spare ich mir morgens echt nur komplett neutral. Und was haben wir noch? Kaviar ist super, ne? Kaviar. Also, ich brate immer ohne Fett, aber einen Schuss kannst du gerne reinmachen, das passt. Hier, Dinger. Eine der einzigen Quellen von Vitamin D für Vegetarier, für Veganer. Hauen wir auch rein, sehr gut. Pilze sind die einzige Form von Vitamin D für Vegetarier. Ist das so? Nee, oder? Ich dachte immer, in Karotten ist auch relativ viel Vitamin D drin, aber kann ich mich auch irren. Habe ich mich jetzt nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Hat er recht, bis auf die Sonne. Gut, Avocado. Nee, die hat ja irgendwie 30 Gramm Fett oder so ein Teil. Weißt du, wie viel Fett ein Ei mehr hat? 7 Gramm Fett. Ach krass. Ich kann 4 Eier essen, locker, oder eine Avocado. Was ist mehr Benefit? 4 Eier. Ich finde es geil, wenn du Wachteleier-Omelette machst, weil das habe ich noch nie gehabt. Ja, siehst du, ist auch umso besser. Brauchen wir nur noch eine Schüssel, habe ich hier. Zähl mal bitte, Jeremy, wo in... Ich muss sagen, Küche ist schon mal sehr nice. Mir gefällt so ein... Generell, ich mag so ein dunkles Braun immer super gerne. Auch bei mir in der Wohnung. Seht ihr es nicht so richtig, aber meine Couch ist ja auch so dunkel. Und ich habe auch noch meine Bretter hier im Hintergrund, die sind so ein bisschen industriell. Und es ist auch eher so dunkles Holz. Ich mag das nicht, dieses helle Eichenholz. Ist das Eichenholz? Ich glaube, es ist Eichenholz, dieses helle. Das mag ich vom Look her nicht so gern. Da muss man echt seine ganze Wohnung danach herrichten. Und da mag ich es lieber so... Ich mag dunkle Farben in der Wohnung lieber. Und da muss ich sagen, finde ich das in der Küche hier super schön mit diesem dunklen Holz im Hintergrund. Aller Welt bezieht diese Informationen. Ah, Kieferbuch. Liest von wissenschaftlichen Publikationen. Ja. Einer meiner Lieblingstests, immer wenn ich was gegessen habe, ist, ich putze mir die Zähne mit der anderen Hand, wie ich eigentlich benutze, und gehe rückwärts die Treppen hoch, auch so ein bisschen, um dein Gehirn zu trainieren. Und dann merke ich so, boah, ich finde echt so schlapp, Mann. Scheiße, das ist echt so wack, fühle ich mich. Ja. Und okay, so teste ich mich auch immer. Ich merke gerade, ich koche zum ersten Mal. Das sind weirde Tests, aber okay, wenn es funktioniert. Erstmal mit Wachteln, die sind ein bisschen schwer im Handling, ne? Also so klein irgendwie, ne? Hast du eine Schere? Zieh dir erstmal rein. Normal, es gibt sogar so richtige Wachteleier-Scheren. Ansonsten machst du einfach so. Und was mit der Schale? Ja, ist egal. Okay. Weil eigentlich geht das besser. Oh, scheiße. Eine geht mit Schale, das macht Arnold Schwarzenegger auch. Kannst du gucken. Ich bin sonst so ein bisschen traditionell kulinarisch unterwegs. Also ich greife so viel auf Rezepte zurück. Aber du machst das genau richtig, ich merke das schon. Also wir ballern da jetzt 36 Stück rein? Ja, normal. Das ist das geil, Mann. Das ist Energy, Bro. Das ist Energy. So ein Ich weiß nicht, ob so viele Eier am Tag wirklich so gut ist. Bin ich unsicher. Ich dachte, es wurde mal gesagt, 6 Eier am Tag ist so das Maximum, was man nehmen sollte. Arzt aus Amerika, der sagt, the yolk of an egg, das Eggyolk, also das Gelbe, ist so sehr wahrscheinlich das gesündeste, was es gibt auf der Welt. Eine Multivitamintablette, was... Ja, so gesehen ist es halt einfach der Ort, an dem Leben entstehen soll. Dementsprechend sind da halt sehr, sehr viele Nährstoffe drin, ne? In einem Eigelb drin ist. Natürlich halt, ne? Geil. Wenn du nur Wachtel ist einfach morgen. Teil meiner Morning-Routine ist, hol aus dem Kühlschrank mein Ingwerwasser, reines Wasser mit hochkonzentriertem Ingwer-Extrakt. Okay. Und dann trinke ich das und dann dein Magen... Ja, das ist richtig. Aber wie nochmal, Jeremy? Kannst du es vielleicht nochmal vormachen? Wie macht der Magen dann? Und dann dein Magen... Wie so eine Maschine, die ich anflippe. Ich so, alter Schwede, ich bin wach. Bumm. Und dann fange ich an, Zähne zu putzen. So. Ich dachte, du gehst rückwärts die Treppe runter. Jetzt putzt er doch mit der rechten Hand. Er hat gelogen. So, schon so. So. Haha, überführt. So, dann rasiere ich mich. Nächste Session. Jeremy, ja? Ich habe eine Frage an dich. Ich habe gesagt, komm, eine Stunde Dreh, Power, Power, Power. Ja. Danach gehst du direkt weiter. Ja. Hältst du dich jeden Tag so busy und so aktiv? Oder hast du eine Zeit, ab der du in den Ruhemodus gehst? So, und dann machst du gar nichts mehr. Ich finde seine Fragen sehr gut, muss ich sagen. Für mich ist das dann einfach a courageous state, sozusagen. A courageous state. Eine mutige Stimmung anstelle einer feigen Aufmerksamkeit, ja. Also, wo man so kopfmäßig da ist, ne? Also im Prinzip, Will Smith hat mal gesagt, if you stay ready, you ain't gotta be ready. Wenn du... Will Smith, guter Mann. Mir fällt auf, dass er sehr viele Idole hat aus dem amerikanischen Raum. Also, finde ich, passt auch so ein bisschen zu ihm, aber ja. Kann man machen. Dich freiwillig diese. Und Putin halt, ne? Man kennt's. Sachen stellst, bist du viel geiler drauf. Wir verquirlen das jetzt alles mal schön. Genau. Ne? Guck mal, hier sieht man so die Schale. Eine der besten Kalziumquellen, die es gibt auf der Welt. Salz, Pfeffer. Ja, bin ich dabei. Okay, geil. Wobei, warte mal. Weil.
Salz wahrscheinlich würde er jetzt nein sagen, oder? Du willst nicht zu viel Salz haben, weil sonst ist dein Gesicht sehr puffy. Und Fisch hat von Natur aus immer viel Salz. Nehmen wir nur das. Alter, wie krass er auf Sachen achtet. Das ist schon irgendwie krass. Nur Pfeffer. Komm, du machst. Normal trinke ich dazu immer noch eine Brühe so, aus so einem Bierkrug. Mach mal fertig. Deswegen esse ich auch die Sardinen mit... Eine Brühe aus dem Bierkrug? Mit Haut und Knochen. Ja. Weil aber hart verdünnt, oder? Sonst hast du ja... Also das ist ja übel, ey. Also, Die Haut hat Kollagen, die Knochen haben Kollagen. Einmal so am Start sein wie Jeremy Fragrance. Das heißt, du nimmst auch drei Stück, ich nehme drei Stück, kein Problem. Sollen wir die schälen? Ich mache das meist so parallel. Ja, willst du ein Brettchen Messer oder machst du es von Hand? Ich mache die so einmal sauber so, und der Rest geht gleich weg, wenn ich das Wasser hier weggemacht habe. Okay, so, dann nehme ich schon den nächsten. Boah, die Dinger sind so scharf, Alter. Schärfe schon, oder wie? Wenn du die einatmest. Boah, alter Schwede. Brauchst du was zu trinken? Nee. Was ist aus deinem... Vielleicht war es doch eine dumme Idee. Jetzt ist es auch bei mir. Boah, die Habanero knallt auf jeden Fall. Ja. Dein größter Feind ist die Comfortzone, habe ich das Gefühl. Kann das sein? Was machst du, wenn du in der Comfortzone bist? Für mich eine Comfortzone ist, wenn ich im Flugzeug sitze und einfach penne. Übrigens gehe ich auch... Das ist die Comfortzone, wenn er im Flugzeug sitzt und pennt. Triff dich endlich mit ihm. Ja, ich will, Kalle, ich will so sehr. Auch nicht mehr essen, Punkt. Also ganz kurz für die Leute, die das Jeremy Fragrance Wachtel-Omelette mit zubereiten wollen. Paschitake-Pilze in Ghee, Butterschmalz. Ja. Und das braten wir jetzt einfach ein bisschen an. Dann kommt im Anschluss... Keine Zwiebeln? Ich hätte ja noch Frühlingszwiebeln oder so angemacht. Das finde ich in Omelette immer ganz geil. Wachtelrührei drauf und Artischocken auch rein. Ja. Machen wir so. Es sind Artischocken. Wir haben vorhin gefragt, was es ist. Es sind Artischocken. So, kommen wir nochmal zum Essen. Du gehst nicht essen, du isst sehr funktional. Kommt es mal vor, dass ein Jeremy Fragrance sich einen Burger mit Pommes reinknallt? Nicht mehr. Ich war ja in Miami und da habe ich alles ausprobiert. Und ja, aber ist das für dich... All you can eat. Ohne Ende. Und geil. Und ich habe es gemacht. Jetzt reicht's irgendwann, weil wir wissen, das kannst du nicht machen. Denkst du manchmal, dass du dich so viel selbst optimierst, dass du quasi den Fokus mehr auf dem Optimieren als auf deinen eigentlichen Zielen hast? Oder schaffst du es, deine Ziele immer im Fokus zu behalten? Die Fragen sind mega gut. Erstmal Props gehen raus hier an Max. Das macht er echt verschiedene gut. Verschiedene Sachen aus. Das sind auch so die Fragen, die ich halt interessant finde für Jeremy Fragrance. Also für mich interessant finde, um herauszufinden über Jeremy Fragrance. Das ist das, was ich auch schon häufiger angesprochen habe. Solche Videos, wo er einfach ein bisschen von seinem Leben erzählt, das würde echt viele Leute inspirieren und manche Leute vielleicht auch abschrecken. Ich weiß ja nicht genau, was so seinen Tag bringt. Aber ja, das sind die Videos, die auf jeden Fall viel knallen würden auf seinem Kanal. Probiert. Ich wollte diese Sache mit dem Essen gerne einmal und für alle Male erledigt haben. Ich habe ja auch nicht mehr so viele Videos über Essen, mache ich ja nicht mehr. Ja. Weil wir tun das jeden Tag, 3-4 Mal, ein Leben lang. Du weißt es ja selber, wie du dich fühlst nach einer katastrophalen Mahlzeit. Ja, voll. Und überleg, warum rührt er um? Macht er nicht Omelette? Du hast 4 katastrophale Mahlzeiten die nächsten 20 Jahre jeden Tag. So, machst du das Bett von unseren Tellern fett? Hä, warum hat er, jetzt macht er doch Rührei und nicht Omelette. Also, wir machen einfach Hälfte-Hälfte. Magst du dein Omelette so ein bisschen runny? Ja, gerne. Okay. The more runny, the better. Das wird nur schwer, ich merk's schon. Guck mal, das ist so voll mit den Artischockenherzen. Passt. Wir werden keinen Schönheitspreis gewinnen. Kein Problem. Wir machen das hier und jeder kriegt 3 Stück. Die kommen hier drauf. Ja. Und hier kommt dann der Fisch nochmal hin und die 3 Eier. Fisch, also so Kaviar einfach, ne? Oh ja, sorry. Du hast Gewürze. Was ist italienische Kräuter ohne Ende? Oh ja. Ich habe auf dem Balkon frischen Oregano, Rosmarin. Ich mache meistens hier einfach voll die Ladung Pizzagewürz drauf. Hast du? Sowas? Ja, mit Sicherheit. Warte, habe ich sogar da. Italienische Kräuter. Ja, sehr gut. Gib ihm. Und ich mache auch viel. Und dann noch frischen Pfeffer. Nochmal frischen Pfeffer. Ja, würde ich auch nochmal machen. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Ist jetzt... Ja, es ist aber wirklich eher Rührei als Omelette, ne? Das ist normal, Mann. Alter. Weißt du, das ist voll Detox für deinen Körper. What the fuck? Das ist voll geil. Ey, Bro, ich bin so gespannt, ob das nach irgendwas schmecken wird jetzt. Naja, gut, wenn du ganz viele Kräuter drauf machst, dann wird es halt ganz viel nach Kräutern schmecken. Aber du kriegst halt übles Pappmaul und hast überall so... Sachen zwischen den Zähnen, safe. Guck mal, du musst dir wirklich vor Augen führen, Jeremy, ich esse so, ich will es jetzt nicht normal nennen, aber ich sag mal traditionell, ne? Also für mich ist das jetzt gerade eine ganz andere Welt hier, was du mir vorhast. Und diese Gläser für die Brühe? Ja. Ja, nehmen wir. Komm, ich lass die Kapern jetzt mal weg. Ich habe alles für dich gekauft, ne? Ich finde das so cool, du kannst einfach mal offen sein und einfach mal so quasi das Essen, wie jemand anders isst, das finde ich mega cool, dass er das hier einfach mal so macht. Also feel free, mach's rein, wenn du Bock hast. Würde ich auch gerne mal machen. Das passt auch genau für uns 2 Portionen. Ihr seht, bisschen Kapern hier rein. Wie gesagt, ganz viel Quercetin drin. Das ist total der gesunde Antioxidant. Guck mal, aber ich habe mir direkt beim Kaviar gedacht, dass das was für dich ist. Hälfte bei uns beiden jeweils oben auf die Kräuter oder an die Seite. Wie machen wir das? Weißt du, was ich noch gern dazu hätte? Okay. Eine Sardinendose. Weil das sind so ein bisschen wenig. Dorschleber oder? Nee. Das sind Kieler Sprotten. Ja, das geht in Ordnung. Das waren die einzigen ganzen
Fische, weil Knochen müssen dabei sein, ne? Müssen das Öl aber abtropfen. Je kleiner der Fisch, desto wenig Mercury und Quecksilber und so ein Zeug hat. Ja, das, ohne Witz, das fühlt sich, also das ist halt voll der Akt, dieses Frühstück zu machen, habe ich das Gefühl. Ich habe gar keine Zeit, so ein Frühstück mir zu machen gerade. In sich. Darf ich die hier nehmen? Den Teller? Ja, den hier. Ja, safe. Den finde ich nämlich irgendwie richtig geil. Normal habe ich jetzt nochmal so Vitamintabletten und so ein Zeug und alles. Ich habe, glaube ich, Magnesiumtabletten. Oh, würde ich gerne nehmen, nach dem Sprint. Ich will genau das gleiche wie du. Ich will genauso am Start sein. Ich will auch sein wie Jeremy Fragrance. Ich auch so ein bisschen. Okay, Jeremy, es ist soweit. Jetzt kommt's drauf an. Du hast das schon häufig gegessen. Ich habe das noch nie gegessen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das so in einem Restaurant kriegen würde, würde ich denen vielleicht einen Vogel zeigen. Einfach rein damit und fertig. Wir fangen erstmal mit einem Dankesgebet an. Also, ja, verstehe ich die Aussage so. Es sieht jetzt nicht so super appetitlich aus, ne? Außer das Grün mit dem Rot. Das sieht cool aus, aber der Rest sieht aus wie so ein Haufen. Ich glaube, das war schon der Satz, so ein Haufen, Punkt. Aber er hat ja gesagt, es geht bei dem Frühstück, bei Jeremy Fragrance geht es eben nicht um den Genuss, sondern es geht um die Wirkung oder um das, was es dir bringt. Und da geht es halt nicht darum, dass es krass gut schmecken soll, sondern es soll dir die Nährstoffe bringen, die du für den Tag brauchst. Und den Ansatz finde ich eigentlich gar nicht bad. Vielen Dank, lieber Gott, für das wundervolle Essen hier mit Max und mit Eric hinter der Kamera und dass wir hier etwas Wundervolles genießen dürfen. Okay, sweet. Wobei, es sieht eigentlich okay aus, oder? Dann, komm, lass uns probieren. Ja, ich trinke dann meist als erstes meine Vitamintabletten hier, die irgendwie so liegen, so. Spruch von Leonardo da Vinci. Nach einem arbeitsreichen Tag schläft man wundervoll. Okay. Nach einem arbeitsreichen Leben stirbt man wundervoll. Und nach unserem Sprint und dem ganzen Arbeit, ich sag immer 80% vorm Frühstück erledigt haben. Hat er das jetzt? Schmeckt das, auch wenn es eigentlich nicht so schmecken würde. Ich bin gespannt, komm. Guten Appetit. Lassen wir es uns schmecken. Aber ich finde ihn voll sympathisch. Also beide, super sympathisch. Finde ich irgendwie nice. Ich erstmal neutral ans Antrichschockenherz mit einem Kilo italienische Kräuter. Kann dir empfehlen, schau, dass du die Habaneros überdeckst mit den anderen Geschmäckern, weil alleine, wenn du die isst, da hauen die dich weg. Nein, nicht weg. Habanero, Auberginenherz, Kaviar und natürlich italienische Kräuter. Geil. Und danach kannst du Marathon laufen nach diesem Essen. Ich probiere jetzt mal das Wach. Ah, man merkt schon, dass man merkt bei ihm auf jeden Fall, bei Max, dass das schon sehr scharf ist für ihn. Ei-Omelette. Ah, da ist auch so ein Stückchen Schale. Komm mal, nehme ich das mal für die Kamera mit. Sieht man es? Schale darf auch nicht. Nee, das Atmen. Fehlen. Jeremy, ich mach's jetzt nur, weil du das bist. Das ist der Parfümgarn, ja. Ich würde das niemals essen, aber vielleicht zeigst du mir jetzt was. Die Schale will irgendwie nicht so runter bei mir. Einfach Calcium. Also das Omelette finde ich nicht so gut. Ich gucke einfach, was drin ist und dann geht's rein. Ja. Ja. Vielleicht wäre das doch mal was für dich, auch mal ein Kochvideo rauszuhauen. Die Leute. Ja, Max, ja! Do it, Influence! Interessieren sich doch für deine Ernährung. Ich habe so ein bisschen einen internen Kodex, dass es auch Fragrance-related sein sollte. Schau mal. Mal da drüben. Oder schau du mal da drüben. Da steht schon eine kleine Kollektion. Toll. Die werden wir in einem Video von dir jetzt gleich mal schnell durchchecken. Aber ne? Gerne. Na klar. Deshalb auf jeden Fall bei Jeremy vorbeischauen. Hey, ich muss wirklich sagen, mein Magen wehrt sich ein bisschen gerade. Ich bin das noch nicht gewohnt. Vielleicht knallt es bei dir. Musst du die Habaneros besser vorher machen als später. Leute, ich glaube, ihr habt unseren Eindruck gesehen. Es ist wirklich crazy. Ich bin gespannt, wie ich mich fühle. Vielleicht melde ich mich noch. Er sieht richtig leidend aus. Ich trinke hier noch ein Stück von meiner Hühnerbrühe, macht's gut. Leute, es ist no joke viel zu krank, was wir hier auf diesem Teller hatten. Ich habe nicht mehr geschafft, Leute. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Jeremy ist jetzt weg, das hier ist Jeremys Teller. Was soll ich sagen? Also, es war nicht lecker. Ich musste auch schon einen Abstecher ins Bad machen. Bin ich jetzt voll am Start? Ich bin auf jeden Fall wach nach dem... Warte, er musste einen Abstecher ins Bad machen? Hat er sich übergeben? Also... So schlimm kann ich es mir dann nicht vorstellen, muss ich sagen. Morgen mit Jeremy. Deshalb hat es auf jeden Fall sein Ziel erfüllt, würde ich sagen. In jedem Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt. War wirklich ein außerordentliches Video heute. Und wir sehen uns natürlich zu ganz normalen Kochvideos bald wieder. Aber ich glaube, es war wirklich sehr cool heute. Wir sehen uns. Ciao. Es war wirklich sehr cool. Max, danke, dass du das gemacht hast, weil wir konnten endlich mal ein paar mehr private Einblicke bekommen in den guten Jeremy Fragrance und was er so isst am Morgen und warum und welche Werte in welchen Dingern drin sind. Hat er auch ein bisschen hier Knowledge Drops gemacht, Knowledge Bomb gedroppt, so rum. Ja, danke für das Video, Max. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weitere Reactions sehen wollt, vielleicht auch mal unabhängig von Jeremy Fragrance, lasst mich gerne wissen. Ihr könnt hier noch auf ein anderes Video drücken. Abonniert gerne beide Kanäle. Hauptkanal kommt meistens ein Video die Woche. Ich werde versuchen, es wieder auf zwei zu bringen. Und Zweitkanal ist eigentlich täglich bespielt mit mindestens einem Video. Dementsprechend könnt ihr da auch täglich vorbeischauen. Wir sehen uns an...
Oh, wir sehen uns ansonsten im Stream. Haut rein, bis dann und tschüss.